Paar Energietanks wären ganz nice, um ehrlich zu sein. Ich weiß jetzt schon, dass ich es jetzt so übelst verkacken werde. Quick Boomerang! Der absolut nutzlos ist, um das mal ehrlich sagen zu können. Oh, und da ist es wieder. Seht meine Augenbrauen. Ich bin voll sexy. Ja. Wily Stages. Geil. Ja, ist ja gut, ne? Oder kann das sein, dass ich irgendwie mal einen Energietank benutzt habe oder so? Allein schon wegen dieser Musik muss man dieses Spiel spielen. Es geht gar nicht anders. Man muss es einfach lieben für seinen Soundtrack. Ich glaube, wir können hier auch noch ein paar coole Sachen einsammeln. Wenn ich das noch richtig weiß. Ja, das kann Wände hochlaufen. Das ist ganz gut. Autsch. Hab ich gar nicht gesehen. War so schön mit der Level-Grafik verschmolzen. Da gibt's auch von den Megas oder beziehungsweise Grandel Floss gibt's dazu auch Lyrics auf dieses Lied. Es ist so episch geil. Einfach nur episch. Na, komm. Fängt schon wieder an zu haken wegen der Sprite Limitation. Meh! Hätte besser laufen können. Ja, geh weg. Oh nee, alter Kapatz! Nein, komm wieder zurück. Komm wieder zurück, ich weiß ja, dass du hochgenommen hast. Oh, danke schön, Arschloch. Haha, hab's geschafft, eine Konzentration. Hihi, hab's geschafft, mit Metal Blade. Okay, da ist noch einer von denen. Da müssen wir ganz runter. Will nicht wieder aus dem Bild rausklettern müssen, das ist doof. Von den Metal Blades kann man auch so viele verschießen. Das ist der zweite Super Blaster. Autsch, war klar. So, hier musste man, glaube ich, ein bisschen puzzeln. Moment, wie war das? So, warten und springen. Geil. Hab's geschafft. Gleich beim ersten Mal. I'm a pro. Metal. Bam. 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 Sehr schön. Jetzt sind wir oben angekommen. Gut. Das wird jetzt ein bisschen hammerhart. Wer sich erinnert, das ist eigentlich ein recht einfacher Kampf jetzt. Oh oh, es rollt von alleine. Aber man kommt ja doch voran. Nein! Und dann falle ich runter. Oh nein! Not so nice. So, bitte für die 1. War gerade ein bisschen doof. Weil ich halt einfach nichts getan habe, außer runterzufallen. Oh, das geht mir aufs Brain, ganz ehrlich. Will nicht wieder aus dem Bild rausfallen müssen. Dankeschön. So, gib. Oh, diese Musik ist so episch. Ich fühle mich berufen, ein Mega Man zu werden. Wer mag mir ein Kostüm nähen? Kann das jemand von euch? Wäre cool. So in allen Farben, die es gibt.
Also so das normale Mega Man Kostüm. Und für Metal Man will ich haben dieses komische braun-gelbe. Das wäre auch cool. Könnte man ja eigentlich mal so zusammennähen, ne? Was haltet ihr davon? Wer kann nähen? Wer will es mir machen? Ja. Bevor jetzt wieder die versauten... Ah, nein! Ach, das ist doch unfair. So eine Scheiße. Ich wusste es. Die Wily Stages geben mir wieder den Rest. Autsch. Ah, unfair. Ich will das jetzt schaffen. Ich meine, das ist schon mein letztes... Mein letzter Versuch jetzt eh. Rein rechnerisch gesehen. Autsch. Oh Mann. Ist doch richtig. Ja, bleibt mir die Spucke weg. Die Spucke bleibt mir da weg. So. Gut, angekommen. Ihr trefft mich sowieso nicht. Man könnte es auch mit dem Jet versuchen, aber das ist wahrscheinlich von noch weniger Erfolg gekrönt als alles andere, was man versuchen könnte. Und ich hoffe so sehr, dass meine Stimme laut genug ist. So. Muss schaffen. Darf nicht anhalten. Muss springen und laufen. Bin Mega Man. Muss es schaffen. Komm schon. In your face. Oh Gott. Und, oh nein. Ach. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab ihn besiegt und bin dabei gestorben. Gibt's das? Gibt's das? So, hab ich jetzt meine Energietanks noch? Nö. Die Energietanks verschwinden. Das war ja noch nie so. Das war ja noch nie so. Oh, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier eine kurze Pause und ärgere mich darüber. Bye bye. Bis in der nächsten Aufnahme. So, da bin ich wieder. Ich habe ein kleines bisschen gemogelt. Ich habe mir die Energietanks einfach wieder besorgt. Ganz random, ganz einfach. Autsch. Dafür werde ich auch gleich bestraft. Werde getroffen. Von The Little Vogel of Death. Mal meinen Mauszeiger aus dem Bild nehmen. Und vielleicht die Zeitschaltuhr auch. Da war gerade irgendwie so ein Lag drin und so. Keine Ahnung. Nein, ich hatte noch ein Programm nebenbei auf und das hat wieder reingehakt. Ich weiß jetzt nicht, was das sollte. Ich einfach mit Items beworfen werde gerade. Ist ja pervers. Wow, gerade noch so geschafft. Gib alles. Gib alles, Mega Man. Sei ein Held. Na, komm. Bam. Und ein extra Leben obendrauf. Und... Oh, nee. Komm, komm, komm. Und flopp dich. Jawohl. So muss das sein. Ich sollte es vielleicht doch nicht in einem Rutsch aufnehmen, weil ich würde gerne so zwischendurch, zwischen den Stages eigentlich immer gerne Safe States machen, falls mir wieder die Aufnahme zerhaut. Aber egal, wir machen das jetzt einfach so. Und ich weiß jetzt, dass ich den Dragon besiegen kann. Auch wenn ich dabei wieder drauf gehe. Haha. So, Item 1. Und los geht's. Knapp gewesen. Und hoch, 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 hoch. Einfach weg, einfach weg. Die erreichen mich nicht. Die Drehaugen, wie auch immer ich sie nennen soll. Egal. So. Ah ne, den wollten wir nicht. Den wollten wir. Okay, Konzentration. Konzentration. Ich habe mich nach vorne gelehnt, vor meinen Monitor. Damit ich nichts verpassen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, und man muss halt einfach wirklich gut springen können. Oh Gott.
Und man muss halt immer jetzt kurz anhalten, weil sonst kommt man halt eben in die missliche Lage. Hab's geschafft. Geil. Jetzt gleich beim ersten Mal. Meine Fresse, du. Das hat gerade gut getan. Und es ist erst 5 Minuten her seit der letzten Aufnahme jetzt. Muss es schaffen. Habt noch 50 Minuten Zeit. Weil da muss ich nämlich zur Arbeit. Und so weiter und so fort. Oh. Was wollen wir denn mal aufladen? Die 3 am besten. So, und das M benutzen wir mal. Das M ist immer ganz gut gewesen. Nein, wir wollen das M vielleicht nicht benutzen. Wir wollen vielleicht einfach mal regulär spielen. Wow, knapp. Oh, war klar. Brauche die Nummer 2. Brauche die Nummer 2. Darf nicht getroffen werden. Hoffe, dass ich nicht runtergeschoben werde. Alles klar. So, hier bitte raus. Ich kacke jetzt mal auf den Energietank. Ich habe ja eh voll. Dank dem kleinen Mogelpaket. Und die Chancen stehe ich gut. Stehen gut, dass man in den Stages jetzt auch mal ein extra Leben findet. Das ist mir wichtiger. Weil jetzt geht's vorrangig darum. Verdammt. Ich habe es eben noch gesagt, die Energietanks zu behalten. Indem man jetzt mal nicht als stirbt. Aua. Naja, okay. Leben. Oh, da ist noch ein extra Leben. Unfair. Ja, da kommt man leider auch nicht zurück. Okay, einfach mal random fallen lassen. Okay. Ist in Ordnung. Ach, jetzt kommt die wieder. Da kann es auch extra Leben regnen, also sehe ich gar keine Schwierigkeit drin, dass es hier mal ein extra Leben gibt. Wow. Oh, und es ist laut und es ist viel und es sind so Bohrer-Dingens. Okay, Bitch. Was geht da? Gut, hier brauchen wir nämlich schon wieder die 3. Ah ja, brauchen noch 3 extra Leben, also ist das ja nun mal nicht. Dass ich jetzt irgendwie drum bangen müsste, hier out of extra Leben zu rennen. Will. Au, war klar. Will nur hoffen, dass es hier nichts Gemeines gibt. So, wir haben immer eine Millisekunde Zeit, um zu gucken. Das war wahrscheinlich gut. Whoa! So, hier runter. Ah, da haben wir auch schon den Endgegner. Eigentlich gar nicht so schwer, wenn man das M benutzt. So, hier löst sich jetzt nach und nach das Ding auf. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, hab's gesagt, hab's gesagt. Das kennen wir so sogar noch aus dem ersten Teil. Und wir benutzen einen Energietank. Kack drauf jetzt. Dafür haben wir sie. Da verbrauche ich auch gerne mal einen. Und sie werden dann auch immer schneller. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh, oh nein. Mit dem letzten. Mit dem letzten. Das war echt das letzte. Ich camp jetzt hier so lange, bis ich ein extra Leben gekriegt habe. Nein, das tue ich natürlich nicht. Halt, mein M braucht auf jeden Fall nochmal Munition. Meine 2 und meine 3 eigentlich auch. Egal. Kann ich mir jetzt so nicht drum kümmern? Doch, kann ich. Lass mich Munition sammeln. Aber es gibt ja immerhin Lebensenergie.